Heute mache ich ein Rezept aus Afrika. Deswegen habe ich auch dieses Kleid an, die kamerunische Kittelschürze. Und das ist genau das richtige Gewand, um Poulet à la sauce d'arachide zu machen. Das heißt also ein Huhn in Erdnusssoße. Und dazu als Beilage braucht man diese Plantain, also das sind Kochbananen. Die müssen auch so außen braun sein, so ist es ganz richtig. Wenn die grün sind, sind sie nämlich nicht süß genug. Als ich das Rezept zum ersten Mal gegessen habe, habe ich gesagt, oh, das möchte ich gerne nochmal machen. Und da war ich mit auf dem Village zu Besuch. Und da haben die gesagt, ja, das, wir geben dir was mit dafür. Und dann bekam ich ein lebendiges Huhn in die Hand gedrückt, zum Glück. Hatten wir ja auch schon Hühner, dass ich nicht gleich rein davon gelaufen bin. Und eine ganze Staude von diesen riesigen Kochbananen, diesen Plantain. Und ich dann immer nur sage, ich wohne doch im Hotel und so. Dann habe ich gesagt, ja, ja, das macht die Mart schon, meine Freundin, mit der ich mich angefreundet habe, die in meinem Kurs war. Dann wurde diese Staude von den Bananen und das lebendige Huhn in den Kofferraum vom Auto gestopft. Und am nächsten Tag gab es dieses Huhn. Und das hier ist das Rezept, was sie mir damals aufgeschrieben hat. Ich habe das Ganze abgewandelt, so dass man es hier gut machen kann. Nämlich, ich nehme auch keine frischen Erdnüsse, die dann gestampft werden müssen. Ich mache das mit Erdnussbutter. Und also es ist so, dass man es hier wirklich sehr gut machen kann. Und es schmeckt einfach unglaublich gut. Und wir haben es schon so oft gemacht. Ja, das ist also dieses kamerunische Huhn in Erdnusssoße und das mit dem süßen Plantain, diesen Kochbananen dazu und die Soße, so ein bisschen scharf. In Afrika wird sie sehr scharf gemacht und das kann man ja nach Gefühl machen und schmeckt einfach. Ach, mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen.